Wenn du schon mal auf Study YouTube unterwegs warst, kennst du bestimmt diese Videos von wegen 20 Stunden am Tag lernen. Wie ich es schaffe, jeden Tag 15 Stunden zu lernen. Und das ist absoluter Quatsch. Darüber müssen wir gar nicht reden. Niemand kann und sollte an einem Tag 20 Stunden lernen. Das kann ich als eine Person mit einem 1,0 Durchschnitt ganz confident sagen. Weil ich gut lernen kann, ich gute Noten habe und erfolgreich bin mit meinem Lernen, was aber niemals 15 oder sogar 10 Stunden an einem Tag sind. Ich glaube ganz fest daran, dass wenn wir effektiv lernen, wir unsere Lernzeit auch auf jeden Fall minimieren können. Was wir vor allem für unsere Lernsessions brauchen, ist Konzentration. Und heute reden wir über genau dieses Phänomen und ich erkläre euch, wie ich es schaffe, mich für eine lange Zeit zu fokussieren und zu konzentrieren. Falls sich die Themen Schule, Organisation, Produktivität und so weiter interessieren, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, weil hier jede Woche ein neues Video online kommt zu genau diesem Thema. Viel Spaß beim heutigen Video erstmal. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du eher eine Big Picture Person bist, gerne das große Ganze siehst oder du eher auf die Details guckst. Ich persönlich bin auf jeden Fall eine Big-Picture-Person, gucke mir immer das Große an, die Idee dahinter und möchte immer gleich das Ergebnis und die Zukunft von etwas ganz Großem sehen. Diese Einstellung ist beim Lernen ein bisschen schwierig, wenn man nur auf das Große guckt, wirkt das alles total überwältigend. Wenn ich gleich meine Abitur-Mathe-Klausur vor mir sehe, dann habe ich schon gleich Panik und frage mich, wie ich das alles in einer kurzen Zeit lernen kann, beziehungsweise wie ich überhaupt heute an einem Tag so weit kommen kann, dass ich dieses Ziel irgendwann erreiche. Das heißt also, das ganz Große anzugucken, auf so einer kleinen Lernzeit ist ein bisschen schwierig, meiner Meinung nach. Und deswegen frage ich mich persönlich jetzt immer, was ist der nächste kleinste Schritt, den ich gehen kann? Auf meine To-Do-Liste schreibe ich nicht sowas drauf wie Mathe lernen, sondern ich breche mir das Ganze richtig runter. Zum Beispiel Aufgabe 3 auf Seite 50 angucken oder nochmal angucken, wie man eine Kurvendiskussion macht oder dann nochmal spezifischer runterbrechen von wegen, wie kriege ich den Wendepunkt einer Funktion raus. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn du eine Arbeit schreiben musst. Dann schreib dir nicht auf deine To-Do-Liste, ich möchte heute meine Seminararbeit schreiben, sondern schreib dir drauf, eine To-Do ist Fragestellung präzisieren, die andere ist vielleicht Quelle zu dem und dem Unterpunkt raussuchen. Dann ist es eine Gliederung aufstellen, dann ist es Punkt 2.1 formulieren oder so, dass du wirklich ganz konkrete Schritte hast, weil das dich nicht so überwältigt. Du weißt genau, was du machen kannst und kannst diese kleinen Schritte gehen. Ich persönlich definiere das Wort Fokus so, dass ich keine Ablenkung habe. Ich habe für mich verschiedene Methoden rausgefunden, wie ich Ablenkungen minimieren kann und eine davon ist es, eine Not-To-Do-Liste zu schreiben. Wir schreiben ja sehr gerne To-Do-Listen, also Listen mit Dingen, die wir machen wollen. Ich persönlich habe aber auch ganz viele Dinge, die ich vielleicht in dem Moment machen möchte und irgendwie den Drang habe zu machen, sie aber gar nicht so produktiv werden in dem Moment und deswegen schreibe ich mir oft auch eine Not-To-Do-Liste. Beispielsweise könnte da sowas draufstehen wie auf Social Media gehen oder was noch? Mal überlegen. Es kann auch sowas sein, wie zum Beispiel Deutschaufgaben machen. Weil ich habe mich selbst schon oft dabei gefunden, dass ich andere Aufgaben mache, nur weil ich die eigentlich harte Aufgabe prokrastinieren möchte. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr anfangen wollt zu lernen, dann findet ihr plötzlich ganz viele andere Aufgaben, wie irgendwie Zimmer aufräumen, Wäsche machen und so weiter. Dinge, die ihr eigentlich auch nicht machen wollt, aber die in dem Moment vielleicht ein bisschen attraktiver wirken als die eigentliche Aufgabe. Und das sind dann gute Aktivitäten für deine Not-To-Do-Liste. Weißt du eigentlich, zu welcher Zeit du am meisten Energie hast? Ich wusste es eine lange Zeit nicht, habe dann aber ein bisschen beobachtet, wann ich doch am meisten Motivation habe und mich am besten konzentrieren kann. Und für mich ist das wirklich morgens. Ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, dir deinen Chronotypen rauszusuchen und zu wissen, wann du am meisten Energie hast. Weil es lohnt sich nicht, wenn du zum Beispiel genau wie ich ein Morgenmensch bist, dir morgens ganz einfache Aufgaben hinzulegen, wie zum Beispiel, hey, ich möchte morgens ein Buch lesen, ich möchte mein Zimmer aufräumen und mit dem Hund rausgehen. Und dann dir aber abends vorzunehmen, deine Seminararbeit zu schreiben, fürs Mathe-Abi zu lernen und Hausaufgaben zu machen. Das würde für mich überhaupt nicht funktionieren, weil ich morgens ganz viel Energie habe und abends überhaupt nicht. Und deswegen richte ich mir jetzt meine To-Do-Listen und meinen Tag immer so ein, wie ich die meiste Energie und Konzentration habe. Das geht nicht immer gut, das ist klar, weil wir auch andere Verpflichtungen haben, wie zum Beispiel die Schule. Ich kann, auch wenn ich vormittags am meisten Energie habe, mir jetzt nicht vormittags von der ganzen Lernsession hinlegen, das ist wirklich ein bisschen schade. Deswegen ich gerne früher aufstehe, um doch meine Zeit besser zu nutzen. Weil es klingt vielleicht erstmal komisch, wenn man sagt, okay, ich stehe jetzt mal eine Stunde früher auf. Das klingt dann erstmal so, als würde ich mir doch ein bisschen Energie vielleicht wegnehmen, weil ich dann weniger Schlaf habe. Aber das stimmt ja nicht. Ich nehme mir dann den Schlaf am Abend eine Stunde früher und gehe früher ins Bett, weil ich abends sowieso keine Motivation habe, etwas zu machen.
Und wenn du das aber herausgefunden hast, wann deine guten und deine eher schlechteren Zeiten sind, kannst du deinen Tag dementsprechend planen und es wird dir so viel helfen, das sage ich dir wirklich. Hier dein Tipp für deine perfekte To-Do-Liste. Schreib dir erstmal alle To-Dos untereinander auf und teile sie dann in Energielevel ein. Das heißt, wenn du zum Beispiel verschiedene Schulaufgaben hast, wie ich möchte mein Kunstbild malen und ich möchte auch Mathehausaufgaben machen, dann frag dich, wie viel Energie wird jede Aufgabe brauchen. Zum Beispiel ein Bild zu malen ist nicht so schwierig, wie eine Matheaufgabe zu rechnen. Und dann würde ich persönlich mir das Bild zu malen eher am Ende des Tages einplanen und die Matheaufgaben eher am Anfang des Tages, weil das mein persönliches Energielevel widerspiegelt. Und wenn du das bei jeder Aufgabe machst, kannst du deinen Tag so perfekt planen. Das ist so ein bisschen wie Eat the Frog. Vielleicht kennt ihr die Methode. Der Frosch. Eat the Frog. Da geht es darum, dass ihr die schwierigste Aufgabe, den Frosch, als allererstes am Morgen esst und erledigt, dass ihr das aus dem Weg habt und dann nur noch einfache Aufgaben kommen. Was ich dann sehr gerne noch vor meinen Lernsessions mache, ist ein Brain Dump. Wenn ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, kennt ihr das. Das ist eine Sache, die ich in fast jedem Video auch anspreche. Und zwar beim Brain Dump schreibt ihr einfach mal alle eure Gedanken auf. Das ist zum einen dafür da für mich, dass ich meine ganzen Sorgen erstmal rauslassen kann. Weil wenn mich Dinge belasten, dann kommen sie auch in einer Lernsession wieder hoch und ich muss darüber die ganze Zeit nachdenken, obwohl ich das eigentlich vielleicht gar nicht möchte. Und der andere Punkt ist auch, dass ich vielleicht To-Dos oder andere Verpflichtungen, die ich habe, nicht mehr in meinem Kopf die ganze Zeit rumschwören habe, sondern recht mal aus dem Weg habe und weiß, okay, ich weiß, dass es diese Sache noch gibt, ich gucke sie mir aber erst später an. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich noch zur Post gehen muss, aber ich mache das später. Es muss die ganze Zeit in meinem Kopf bleiben. Ich habe es aufgeschrieben und es kann erstmal raus aus meinem Gedächtnis, aus meinem Gehirn und es kommt später wieder, wenn ich fertig bin mit Lernen. Das ist auch eine Praxis, die ich sehr gerne vor dem Einschlafen mache. Genau wie nämlich beim Lernen ist es ja so, dass ich keine weiteren Gedanken mehr haben möchte, die mich dann die ganze Zeit wach halten oder eben jetzt hier bei der Lernzeit mich ablenken sollen. Deswegen mache ich ziemlich oft am Tag sogar so eine Art Brain Dump und schreibe mir alles auf, was in meinem Kopf ist, um das einfach rauszuhaben. Du solltest Dinge nämlich immer entweder in deinem Kopf haben oder aufgeschrieben haben. Zwischendurch ist es ein bisschen schwierig, sagt David Allen im Buch Getting Things Done, einer meiner Lieblingssprüche, irgendwie, der so in meinem Kopf geblieben ist, als ich das Buch gelesen habe. Und das im Kopf zu haben, ist schwierig, wenn wir etwas lernen wollen, weil wir dann ja unsere volle Aufmerksamkeit auf das Lernen richten sollten. Deswegen habt die Dinge lieber auf Papier oder meinetwegen auch auf deinem Handy, digital irgendwo, wo du sie dann nachher nochmal angucken kannst. Ich kann dir auch raten, dass du während des Lernens oder während der Konzentrationsphase auch ein Blatt neben dir liegen hast und dann einfach mal da in der Zwischenzeit Dinge aufschreibst, wenn dir was einfällt oder so, dass du halt wirklich nicht abgelenkt wirst, sondern es einfach kurz aufschreibst und weißt, okay, ich komme nachher nochmal darauf zurück, aber jetzt geht es erstmal wirklich nur um diesen Lernstoff hier. Der nächste Punkt sind produktive Pausen. Was sind denn überhaupt produktive Pausen? In produktiven Pausen zwischen deinen Lernsessions wird dein Fokus wieder neu aufgeladen. Danach bist du wieder refreshed und kannst dich wieder lange konzentrieren. Aktivitäten in der Pause können zum Beispiel folgende sein. Ein Spaziergang unternehmen, vielleicht Tee kochen, etwas trinken, meditieren oder Atemübungen machen, dein Zimmer aufräumen, dich ein bisschen stretchen, vielleicht kurz bewegen oder auch eine Seite in einem Buch lesen, falls du dich irgendwie beschäftigen möchtest, aber nicht auf Social Media gehen kannst, weil das sollte man nicht machen. Die Pause sollte nicht zu lang gehen, damit du nicht wieder abgelenkt wirst von anderen Dingen und wie gesagt, geh am besten nicht auf Social Media oder greif nicht auf andere Dinge zurück, in denen du dich schnell verlieren kannst. Ich würde dir auch empfehlen, auch in dieser Pause nicht in dein Handy zu gehen, nicht Nachrichten zu checken, weil das schnell dazu führt, dass du deine eigentliche Arbeit wieder außer Acht lässt. Ich kenne mich selbst nämlich sehr gut, bei mir passiert das sehr oft, wenn ich mal eine Nachricht lese, dass ich dann erstmal stundenlang mich daran wieder verlieren kann. Falls ihr noch weitere Ideen für produktive Pausen habt, könnt ihr sie auch gerne in die Kommentare schreiben, dann können wir es auch so ein bisschen austauschen. Falls sich das Video heute interessiert hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Ich verlinke dir nochmal weitere Videos, die auch so ähnlich sind und die bestimmt einen großen Mehrwert mitgeben können. Ich wünsche heute noch einen wunderschönen Tag, hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und ja, bis bald. Tschüss!